Hallo Leute, das ist ein schneller Nachtrag, deswegen kein Intro, nichts. Und zwar habe ich das Video vor ein paar Stunden hochgeladen. Es ist mittlerweile 3 Uhr morgens. Und nein, ich sitze nicht den ganzen Tag mit der Mütze, sondern ich habe die Mütze einfach für alle 3 Videos angezogen. Das dritte Video kommt dann morgen Abend. Ich wollte einen Nachtrag machen zu diesem Video, was schon gekommen ist. Und zwar habe ich ein bisschen recherchiert und ich habe schon einige Kommentare erhalten. Ich weiß, nicht mal ein Zehntel des Videos sind Bibi-Anteilen. Aber guckt euch das Thumbnail an, guckt euch den Titel an. Und eine Sache, gibt Concrafter Leerzeichen Bibi in den Titel oder Bibi Leerzeichen Concrafter. Was kommt raus? Auf der ersten Seite habt ihr schon mal 20 Videos von Concrafter, wo Bibi im Video drin ist, im Titel ist und auf dem Thumbnail. Dieser Typ hat 20 Videos auf der ersten Seite. Ich habe nicht auf seinen Kanal geguckt, vielleicht sind das noch mehr. 20 Videos, mit denen er, mit Bibis Namen, und man darf das nicht vergessen, Bibi ist eine berühmte Person in Deutschland. Er hat mit ihrem Namen, mit ihrem Bild und mit ihrem Video, beziehungsweise inwiefern er Bibi ins Video eingebunden hat, er verdient damit Geld. Und von 20 Videos wurde ein Video geclaimt. Ein einziges Video. Und natürlich bin ich auch der Meinung, dass es besser wäre, wenn Bibi nur ein Zehntel des Anteils bekommen würde. Aber Gesetz ist Gesetz. Vielleicht ändert sich das Gesetz irgendwann mal, aber solange das Gesetz gilt, gilt das Gesetz. Und man darf es nicht vergessen. Bibi liegt im Recht und das, was er auf Twitter gemacht hat, das war eine Frechheit, das war unnötig und das war peinlich. Er hätte das nicht machen müssen, denn sie hat, wie schon gesagt, 3 Entscheidungen. Bekomme ich das Geld, lasse ich das Video sperren oder ich mache nichts. Und wenn jemand zu mir kommt und bellt oder mich blöd anmacht, dann hat die Person bei mir verkackt. Denn wieso sollte ich eine Person, also mit meinem Namen im Titel, mit mir auf dem Thumbnail und mit mir im Video, wieso sollte ich eine Person, die frech zu mir ist, Geld verdienen lassen? Egal, ob ihr Fan von Bibi seid oder Concrafter, und ihr könnt Bibi mit A und Concrafter mit B ersetzen, beliebige Namen einfügen. Es ändert nichts an der Tatsache, wie es abgelaufen ist und warum es falsch war. Das ist mein Kommentar dazu. Und nein, wie schon gesagt, mir sind die beiden Personen scheißegal. Ich gucke deren Videos nicht und wenn ich dieses Video hochgeladen habe, werde ich mir vielleicht noch eine Woche lang Kommentare durchlesen, aber mehr auch nicht. Und dann habe ich mit diesen Personen abgeschlossen, beziehungsweise mit der einen Person nicht ganz, aber das werdet ihr in einem Monat sehen, aber darüber später mehr zu meinem Sozialexperiment. Ansonsten war es mit dem Nachtrag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!